Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge hier heute am Freitag auf MicroHazard TV. Wieder mal mit Space Engineers natürlich in der dritten Staffel in der Zwischenzeit. Und wir nähern uns langsam aber sicher der 100 und mit dabei ist natürlich wieder der Heiko. Hallo. Und der Chris ist wieder nicht dabei. So. Ja. So, letzte Folge habe ich immerhin schon mal geschafft, dass der Colbin jetzt hier nicht mehr durch Sensor, sondern jetzt durch den Connector stoppt. Und jetzt wollen wir noch erreichen, dass der auch noch verbindet. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe endlich hinten dran drei große Hyrietrasler. Okay, meinst du, das reicht oder muss ich hier noch zwei, ein paar kleine dran setzen? Weiß ich nicht. Musst du abschätzen, ob das reicht oder nicht. So. So, wir brauchen wieder das andere Programm, Lagerarm. So, den brauchen wir wieder. So, hier wechselt State 2. So, und wenn er hier macht das Stopp. Und wenn er Stopp macht, dann soll er den State. Ich arbeite immer mit solchen Variablen. auf State Status 3 setzen. Stat. Und dann ein bisschen Verkleidung dran bauen. Sollte es eigentlich passen. Allzu schwer sollte das Schiff nicht sein. Und Stats. So, Mac hat da irgendwo einen vergessen. So. Ja, ich habe irgendwo einen vergessen. In Zeile 67 habe ich irgendwo einen vergessen. Ja, hier. So. Error. Doppelpunkt hier. Slash Dings. Achso, da fehlt ein Semikolon. Genau. So. So, dann wechselt er auf Stat 3. So. So, Connector. Counter, nicht statt aus, sondern Status. Und hier ist noch das Argument. So. Aktuell finde ich bloß ein bisschen blöd, wenn es in der Nacht ist. Dann wechselt er auf Status 3. Auf Status 3 kann er allerdings nur wechseln, wenn er auch. Achso, der Timer ist nicht an. Ich muss den Timer wieder neu starten. So. Zing. So. Connector ist jetzt natürlich als false dargestellt, da der jetzt, obwohl er hier jetzt natürlich gerade gelb ist, weil er natürlich jetzt nicht überprüft wird in dem Moment, weil der Status aktuell auf 0 steht. Weil der wird nur überprüft, wenn der Status auf 2 ist. Und deswegen ist das gerade nicht korrekt hier. Aber es ist auch nicht tragisch, weil so soll der Programmablauf normalerweise ja auch nicht sein. So, Kolbenrumpe runter, bitte mal umkehren, also einfahren, aber mal vielleicht, achso, Geschwindigkeit steht ja auf 0, da ist nicht viel mit umkehren. ja, da hilft die Umkehrentaste dann auch nicht mehr. So, bitte mal einfahren mit 0,5 Meter und den anderen, den Vorfahrenden bitte auch einfahren. So, jetzt fährt der ganze Arm mal wieder ein zur Abwechslung, komplett. So. Ich bin gespannt, ob mein Schiff überhaupt so gedreht hat, dass ich mir den hinteren Thrust dann ordentlich Gas geben kann. Mal schauen. So, okay. Kolben ist komplett eingefahren und jetzt werden wir überprüfen, dass wir noch hinkriegen, dass wir den Verbinderstatus auch noch reinkriegen. Also das Connecten noch reinkriegen. So, Status 3. Jetzt machen wir wieder ein Else-If hier unten einfach. Weil if Status 1, if Status 2, also if, oder Else-If Status 2. Und jetzt machen wir Else-If Status 3. Else if stat gleich 3. Was soll er tun, wenn Status gleich 3 ist? Dann soll er eigentlich nur noch verbinden. Lock soll er dann machen. So. Oder kann ich den Lock-Befehl da oben noch mit reinsetzen? Bestimmt. Warte mal, wir machen das mal anders. Den kriege ich da oben noch mit rein. So. Wir nehmen mal hier das Status 3 raus erstmal. Oh, lass mal erstmal drin. Ich brauche das eh gleich noch. So. Und jetzt will ich hier. Ah, jetzt muss ich wieder gucken, wie das war mit dem Action, mit dem Aktion ausüben. Einmal hier ersetzen, so wieder rausgehen aus dem Menü rausgehen und hier wieder reingehen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo waren das, wo habe ich denn sowas ausgelesen?
Na, hier bei meinem Luftschleusen-Skript, da habe ich das definitiv drin. So, da habe ich das ganz viel drin. Hier, get action with name. Genau, das brauche ich jetzt mal. Dann brauche ich ja die Action Lock, um zu verriegeln. So. Gehen wir einmal hier wieder raus. Ja, ja, Fehler, ich weiß. So, und hier wieder rein. So, jetzt brauche ich die entsprechende Action. Die muss jetzt hier rein. So, aber allerdings muss hier vorne nicht allowed stehen, sondern jetzt con, denn für den Container, für die Connector. Connector, get action with name. Der Name heißt jetzt nicht open off, sondern lock. Apply to, könnte natürlich auch zu anderen applyen, zu Container, Connector, ich habe Container, aber Con ist für mich immer Container irgendwie, aber gut. Connector, so. Und wenn das der Fall ist, dann, jetzt hole ich nämlich nochmal diesen anderen Status hier raus. Wir haben ja schon mal den Status ausgelesen, mit dem Connectable. Jetzt will ich allerdings den Connect-Status haben. Den will ich jetzt prüfen. Else connectable. Machen wir mal, warte mal, jetzt machen wir hier else if. Das müssen wir mal ein bisschen ändern jetzt. Else if. So. Dann kommt das hier aber raus. Das brauchen wir gleich woanders. Jetzt machen wir hier unten ein neues else. So. Halt, das war der falsche. Den brauche ich. Einfügen. Und geschweifte Klammer schließen. So. Irgendwas zu meckern? Nein, ist schon mal gut. Ich teste immer wieder Code überprüfen, ob er irgendwas zu meckern hat. Ja. So, und jetzt soll er hier. Jetzt muss ich hinten aber Connect schreiben. Connect. Else if con status, my ship connector status connect. Dann soll er jetzt, soll er erst auf State 3 wechseln. Wenn er verbunden hat auch wirklich, dann soll er auf Status 3 wechseln. So. State 3. So, und sobald er auf State 3 gewechselt hat, überprüft er diesen ganzen Blödsinn nicht mehr. Überprüft er nicht mehr, ob er noch connected ist, aktuell zumindest. Oder ob er noch connectable ist. Aktuell alles nicht mehr überprüft. Allerdings werden wir gleich nochmal überprüfen, ob er denn wieder connectable ist. Okay. Um das Ganze auch wieder einzufahren am Ende. Verstehst? Ja. Und das wollen wir ja auch noch, dass er am Ende wieder einfährt. Automatisch, wenn ich die Verbindung wieder trenne. Es wäre wahrscheinlich einfach leichter, wenn er einfach die ganze Zeit draußen lässt. Dann ist es aber schwierig, mit unterschiedlich hohen Fahrzeugen da drunter zu fahren. Hm? Ja. Das ist ja der Punkt. Weil ich ja unterschiedliche Fahrzeuge vielleicht habe von der Höhe her, die nicht alle gleich hoch sind. Ja, also ich hätte von der Karosserie und von der Fahrzeugteil wäre mein Schiff, glaube ich, jetzt fertig. So, Sauerstofftank ist gefüllt. Jetzt muss ich nur ein bisschen Eis besorgen, damit die Hydrogentanks befüllen. Jetzt müssen wir nur mal kurz auf die Uhr gucken, wie viel Zeit ich nämlich noch habe, bevor ich heute zur Arbeit muss. Weil du ja den Start nicht abbrechen kannst, bis du im All bist zumindest. Ja, also ich hast du eigentlich Material bei? Wie sieht's denn aus mit Krankenstationen oder so im All? Nee, das ist die Sache. Ich wollte eigentlich heute noch gar nicht starten. Ich wollte nämlich erstmal muss ich die Hydrogensack noch voll. Dafür brauche ich noch einen Ton Eis. Und jetzt musst du ja Material sammeln erstmal noch, ne? Genau. Ah, also okay. Also heute schaffe ich es nicht zu starten. Gut, würde ich auch nicht mehr empfehlen, weil ich glaube, ich dafür die Zeit nicht mehr hätte heute auch. Okay. Dass du heute noch starten könntest. So, also können schon, aber ich könnte dir nicht garantieren, dass ich die Rechner so lange anlassen kann, bis du oben bist. So, ja. Man kann vielleicht 3 Meter fliegen, was ja deutlich schneller geht. Eigentlich müsste man, wenn man den vollen Speed hat, ja. Warte mal, bei Full Speed haben wir ausgerechnet 1000 km/h, ne? Ja. Das heißt, du wärst in weniger als einer Minute im All? Das wäre heftig. Sehe ich das richtig gerade? Das sind ja so 40, 50 Kilometer, sagen wir mal. Ja. Wenn du... Du machst ja nicht. Nee, du machst 1000 Kilometer die Stunde. 1000 km/h. Durch 60?
sind. Ist das, wie viel pro Sekunde machst du oder was? Nee. Nee, pro Minute. Achso, wie viele Kilometer pro Minute? Warte mal. Sagen wir mal einfach 1000, war ein bisschen mehr als 1000, aber so durch 60, dann machst du 16,6. So. Dann würde ich circa 5 Minuten 16,6, brauchen. wenn wir jetzt mal mit 50 rechnen, was ja ein bisschen mehr ist, als es sein wird, dann brauchst du etwa 3 Minuten. Ja. Bei Full Speed. Ja, gut, da ich von Anfang an nicht wirklich Full Speed haben werde. Ja, wirst du vielleicht 4, je nachdem wie schnell du beschleunigst, 4 bis 5 Minuten brauchen. Ja, ich habe jetzt hinten drei große Hydrogenfässer. Soll auch nicht reichen. Ja, kommt drauf an, wie viel Fracht du noch einlädst. Weil die Fracht darfst du ja auch nicht vergessen. Ja. So, aber ich muss mein Programm weitermachen, sonst komme ich hier nicht vorwärts. So, Jo. if Status 3. So, jetzt soll er nämlich wieder überprüfen, ob er wieder connectable ist. Der Status 3 heißt ja erstmal connected. Ja. So. Also er connected und dann wechselt er auf Status 3. Und sollte er jetzt wieder connectable werden, also ich disconnecte ihn, ja. Gut, ich hätte vielleicht alle Triebwerke vorher ausschalten sollen, bevor ich das Eis reinpacke. Wäre hilfreich. So, ich connecte ihn wieder. So, und jetzt tun wir, jetzt könnten wir ihn wieder einfahren eigentlich, ne? Sobald ich ihn disconnecte, soll er ihn wieder einfahren. Ohne Verzögerung. Wenn er disconnected wird, einfahren. So, Set Velocity, muss man Minus setzen. Minus von, kann ich relativ zügig einfahren. 0,4 müsste reichen. 0,4. So, einmal, jetzt kann ich ja alle drei wieder einfahren vor allem. Kann ja alle drei Kolben mit einem Rutsch wieder einfahren. Das hinhaut, was ich jetzt hier plane. Hoffentlich. Ja, da bin ich immer selber sehr gespannt, ob das hinhaut, weißt du? So, alle fahren mit minus 0,4 wieder ein. So. Warte ich jetzt dann eine bestimmte Zeit, bis ich jetzt den Status dann wieder umsetze? Obwohl, nee, ich setze sie auf einfahren und setze den Status auf 0. Fertig. State gleich 0. Und somit ist er dann wieder auf seinen Startwert danach. Okay. Ja. So, State 0. So, das war die If-Schleife. Und jetzt nochmal eine geschweifte für die If-Schleife. Und dann, ich habe irgendwo eine Dings vergessen. Achso, da fehlt wieder ein Semikolon. Genau. So. So, überprüfen. Programm meckert schon mal nicht. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob es funktioniert, oder? Ja, wenn Ja. ich jetzt das Ding, den Button drücke, müsste er ausfahren und nach dem Ausfahren direkt selbstständig verbinden. Was kein Auto steht dran. Nee, nee, das Auto steht nicht drin. Aktuell ist es noch ein fester, ein fest installierter Connector. Auf dem Boden einfach. Okay. Sicher ist sicher erstmal, ne? Zum Ja. Ausprobieren. So. Arm ist vertikal ausgefahren, kommt jetzt senkrecht runter. Wäre schön, wenn wir es in der Folge noch fertig kriegen. Die Woche. Haha. Jo. Und dann brauche ich auch keinen Button mehr drücken zum Einfahren, ne? Ja. Zum Einfahren brauche ich keinen Button. Ich nur das Fahrzeug wieder disconnecten und dann fällt er automatisch wieder ein. Bin jetzt bestimmt für Eis, ich brauche, um alles voll zu pumpen. So, und stopp und connected. Seht ihr, es ist grün, er hat jetzt verbunden. Das funktioniert also schon mal. Es hat funktioniert. Er wird, Weißt glaube ich, nicht sofort hochfahren. Du weißt ja, nach dem Disconnect ist er ja kurz erstmal blau. du? Ja. Bevor er. Erst wenn er wieder gelb wird, müsste er eigentlich hochfahren. So, jetzt gehen wir mal ins Kontrollfeld und tun ihn manuell wieder trennen. Verbinder 4. Jetzt aber von dem anderen Verbinder her. So, jetzt sage ich hier entriegeln. So. Und er fährt
sofort wieder ein, aber sofort. Sah fast schon so aus, wenn er schon gerne am Einfahren gewesen wäre, vorher schon so wieder losgeruckelt ist gerade. Aber er fährt auf jeden Fall wieder ein. Wenn auch noch so ein bisschen sehr. Bisschen sehr ruppig, sage ich mal. Ja. Rein theoretisch, sobald das erste bisschen links drin ist, sobald das erste bisschen Hydrogen drin ist, ne? Ja. Müsste ich mein Auto eigentlich andocken, weil der Tank im Auto dann natürlich auch noch gefüllt werden. Connector True. Ich bereite mein Auto mal vor. Als starte der Motor vom Auto. Cool, Sense, das ist der Sensor. Benutze ich die Sense überhaupt noch irgendwo? Ja, hier, Sense gleich True. So, ja. Gleich. Connectable Sense True. Genau, okay. Dann könnte ich natürlich hier, wenn ich denn wieder rausfahre aus dem Ganzen quasi. Ja, gut. Wenn ich den Sauerstofftank ausschalte, dürfte der sich doch eigentlich auch nicht füllen, ne? Wenn du was ausschaltest? Den Sauerstofftank. Nee, dann sollte er sich nicht füllen, nein. Okay. Sense setzen wir mal wieder auf False am Ende. Er fährt mir ein bisschen zu ruppig ein. Okay. Nur schlecht. Hä? Nur schlecht. Naja, schwer zu sagen. Bisher, aktuell. Okay. So, warte mal. Hat er jetzt echt schon alle. Boah. Wenn die jetzt echt schon alle vollgeballert hat, ne, die Container, dann sind die ruckzuck wieder leer wahrscheinlich. Ich mach hier schon den Sense False hin. Wie lange halten zwei Sauerstofftanks für ein kleines Schiff? Weiß nicht, eine Weile. Bei drei großen Schiffen. Drei Hydrogen-Tanks meine ich. Drei Hydrogen. Müsste eine ganze Weile reichen. Hoffe mal. Das wird sich ja gleich zeigen, wenn ich jetzt die Triebwerke aktiviere. So, aber die Folge ist zu Ende. Ihr habt es ja gehört gehabt. Und deswegen sehen wir uns Montag zur nächsten Folge wieder. Wir verabschieden uns bis dahin und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sollen wir uns beeilen? Schaffen wir.